Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ATS-Video hier auf Alpha Logistik. Heute sitzen wir in einem International HX520, heißt das Ding, glaube ich, und werden damit mal so ein bisschen durch Nordostkalifornien fahren, von Redding hoch nach Lakeview. Redding ist tatsächlich auch der Sitz von meinem Unternehmen hier auf diesem Safe Game im ATS. Das Ganze hat sich der T-Driven Dev gewünscht. Der hat als Vorschlag gebracht, dass wir mal diesen HX520 aus dem Steam Workshop fahren. Vor Ewigkeiten, glaube ich, als Wyoming oder so rauskam, habe ich den schon mal in irgendeinem Video gezeigt. Aber schon lange her. Deswegen dachte ich mir, auch wenn der vom Sound her sehr leise ist, können wir den auf jeden Fall nochmal holen. War eigentlich ein guter Vorschlag. Plus, es haben noch so ein paar andere Leute geschrieben. Ich glaube, ein, zwei Kommentare in der Richtung habe ich gelesen, dass ich mal was im ATS machen soll, was so die älteren Map-Bereiche zeigt und nicht immer nur die aktuellsten DLCs. Und Nordostkalifornien passt da, denke ich, ganz gut. Klar, ist mal überarbeitet worden, ist aber auch schon eine Weile her. Also, dass der Norden von Kalifornien, wo wir uns jetzt bewegen, dass der überarbeitet worden ist, das dürfte fast sogar schon 2 Jahre her sein oder so. Dementsprechend ist das, denke ich, mal nicht so wild. Haben wir, glaube ich, alle schon länger nicht mehr gesehen. Ich war hier auch schon länger nicht mehr unterwegs. Und deswegen machen wir hier mal eine entspannte Fahrt bis nach Lakeview. Das liegt in Oregon, kurz hinter der Grenze. Also wir fahren tatsächlich nicht nur Kalifornien in diesem Video, sondern auch ein paar Meter Oregon, so gegen Ende. Aber erstmal die typischen Linksabbiegeampeln im ATS, die wir alle so sehr lieben. Da müssen wir uns jetzt erstmal einen Moment gedulden und hoffen, dass wir gleich hinter dem VW Jetta durchkommen. Ansonsten, das ist so ein bisschen ein Truck fürs Grobe, möchte ich fast schon sagen. Das ist jetzt nicht so die Highway-Geschichte, wie der International LT, den wir im Spiel haben, sondern es ist so ein bisschen, den gibt es auch mit ganz verschiedenen Aufbauten, den musst du nicht unbedingt als Sattelschlepper kaufen, den gibt es auch in ganz verschiedenen Varianten eben für alle möglichen Einsatzzwecke, wird auch oft benutzt, um irgendwo Holz zu fahren oder sowas. Ist also quasi, ich glaube Vocational Truck nennt sich das im Endeffekt. Hat, glaube ich, der T-Driven Dev auch in den Kommentar geschrieben gehabt. Ja, also nicht unbedingt der Truck, der auf dem Highway die meisten Meilen abspult, sondern eher der fürs Grobe gemacht ist. Aber ist auch mal ganz cool, sowas zu fahren. Sieht von außen natürlich auch ein bisschen rustikaler aus als der Lone Star und der LT von International, muss man auch so sagen. Sieht auch kleiner und kompakter aus, muss man auch dazu sagen. Der ist auch von der Kabinenhöhe, auch wenn er eine Schlafkabine hat, nicht ganz so groß und nicht ganz so lang. Also man merkt schon, dass der hier nicht unbedingt für die langen Touren gebaut ist. Aber der Innenraum an sich, also das Armaturenbrett hier gerade, da erkennen wir doch was wieder. Also das hat eindeutig Parallelen. Ich glaube, es ist nicht 1:1, aber es ähnelt dem aus den anderen beiden International Modellen, die wir ja auch im Spiel haben, kennen, lieben und schätzen, schon sehr. Wir fahren jetzt hier einmal auf den Highway. Nehmen direkt die linke Spur, die rechte fällt eh gleich weg. Und dann hauen wir unseren Tempomat schon bei 55 Meilen rein. Das ist immer so ein Ding bei Kalifornien, ne? Du darfst auf dem Highway halt immer nur 55 fahren oder auf der Interstate. Scheißegal, was ist. Ne? Also theoretisch für Autos ist hier, glaube ich, 65, aber LKWs müssen 55 fahren. Und damit ist Kalifornien, glaube ich, der Staat, wo du mit dem LKW am langsamsten unterwegs sein darfst. Zumindest von denen, die wir bisher im ATS umgesetzt haben. Kann natürlich sein, dass irgendein Staat an der Ostküste da noch krasser ist und ich mir da irgendwann denken werde, Alter, ich krebs hier mit 50 Meilen durch die Gegend, was soll das denn? Keine Ahnung, Florida vielleicht oder New York oder so. Aber von denen, die wir bislang umgesetzt haben, bist du in Kalifornien auf jeden Fall am langsamsten unterwegs. Also schneller als das hier werden wir wahrscheinlich in dem ganzen Video nicht fahren. Aber ich denke, auch das werden wir überleben. Wir ordnen uns jetzt hier erstmal links ein. Und so kann man die Fahrt halt auch ein bisschen genießen, ne? So wie ich es jetzt mache, einfach mal ein Käffchen trinken. Und die Blicke schweifen lassen. Und gucken, was wir hier am Straßenrand zu entdecken, wie zum Beispiel da links den, ich nehme mal an, Händler für Wohnmobile. Auch cool. Oh, wir müssen hier rechts runter. Gut, so viel zum Thema Blicke schweifen lassen. Das funktioniert dann doch nicht so, weil man sollte sich vielleicht auch mal so ein bisschen darauf konzentrieren, wo man überhaupt hinfahren muss. Ampel wird rot, aber das braucht uns nicht zu bocken. Rechts abbiegen dürfen wir ja, wenn frei ist. Der einzige Beitrag Amerikas zur Zivilisation, hat ein sehr schlauer Mann mal gesagt. Wer übrigens errät, wer das war, der, keine Ahnung. Der darf sich toll fühlen, darf es in die Kommentare schreiben.
Und was ich an Nordkalifornien und Ostkalifornien mag, im Gegensatz zum Süden, dass du hier auch schön viel bewaldetes Gebiet hast. Also du hast im Norden und Osten von Kalifornien, also im Nordosten, aber auch im Nordwesten, also im Norden von Kalifornien hast du relativ viel Wald. Das gefällt mir ziemlich gut. Und je südlicher du kommst, desto weniger Wald und Grün hast du. Du hast in der Mitte von Kalifornien sehr, sehr viel Felder, sehr viel Landwirtschaft. Und wenn du dann ganz im Süden bist, dann kommst du tatsächlich auch schon in eine Region, die ich tatsächlich gar nicht mal so cool finde. Das ist mir dann zu wüstenartig, ne? Es ist wie New Mexico oder so. Das ist nicht unbedingt mein Ding. Aber das soll ja im 1.52er Update überarbeitet werden. Also dieser letzte südliche Teil von Kalifornien, der noch fehlt momentan. Und den werden wir uns dann natürlich auch angucken. Und vielleicht wird er mich dann überzeugen und abholen, dass ich sage, ey, macht doch viel Spaß hier zu fahren. Also das STS ist gut umsetzt, daran zweifle ich überhaupt nicht. Nur mir persönlich sagt halt einfach die Landschaft da unten nicht so zu. Da finde ich es hier schon cooler, gerade weil es hier auch bergiger ist. Sind das die Rocky Mountains? Ich habe keine Ahnung. Aber es sieht auf jeden Fall mega gut aus. Gefällt mir richtig. So, der adaptive Tempomat wird uns jetzt hoffentlich einbremsen. Ja, das macht er auch. Macht er ganz gut, weil der LKW vor uns, der schafft die 55 natürlich nicht. Der ist ein bisschen langsamer unterwegs, hat vielleicht nicht so viel Dampf. Was haben wir? Ich glaube, wir haben so um die 550, 560 PS. Es gibt übrigens nur Cummins-Motoren für das Ding. Also wer sich fragt, ob er hier vielleicht auch in Detroit Diesel oder sonst irgendwas einbauen kann, hier geht leider nicht. Gibt nur vom Modder her Cummins-Motoren zur Auswahl. Aber vielleicht ist das ja auch in dem Modell realistisch. Um das zu beurteilen, kenne ich mich leider nicht genug aus. So, machen wir ein Tempomat wieder bei 55 rein. Der vor uns hat ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Und es ist halt eine mega schöne Region hier. Also hier lohnt es sich auf jeden Fall mal einen Abstecher hinzumachen. Vor allem, weil hier die Ecke, die hast du ja auch theoretisch, wenn du nur den ATS gekauft hast, ohne irgendeine Form von DLC. Dann hast du ja auch schon hier diese Strecken in Nordkalifornien. Klar, da geht es halt dann nirgendwo hin, weil Oregon ist wieder DLC. Aber theoretisch kannst du hier lang fahren und kann ich jedem nur empfehlen. Also wer den ATS mal ausprobieren möchte und noch gar nicht weiß, ob er sich diese ganzen Bundesstaaten als DLCs kaufen will, dann probiert es doch einfach mal aus. Dann probiert den ATS doch einfach mal aus. Ach, ich wollte gerade tanken, aber das muss ich ja gar nicht. Dann habt ihr nämlich in Kalifornien schon mal einen ziemlich guten Überblick. Gerade wenn Kalifornien jetzt bald komplett überarbeitet sein wird. Jetzt komme ich hier nie wieder raus. Gerade wenn Kalifornien bald komplett überarbeitet sein wird, dann seht ihr, wie ist der aktuelle Stand bei SCS? Wie schön sehen die neuen Map-Bereiche aus? Lohnt es sich da Geld für zu investieren? Ganz wichtig. Und ihr seht aber auch, okay, ist der ATS überhaupt was für mich? Weil ihr habt in Kalifornien, wie ich es eben schon gesagt habe, ziemlich viel Abwechslung mit dabei. Klar, ihr bekommt, wenn ihr das Spiel kauft, auch Nevada und Arizona mit dazu. Das sind grundsätzlich auch zwei coole Staaten. Arizona und Nevada sind aber beide halt auch sehr viel Wüste, muss man dazu wissen. Und das sind beides, wenn Kalifornien überarbeitet worden ist, die ältesten verbleibenden Bereiche auf der Map. Das heißt, das sind nicht unbedingt die schönen Dinge. Ich glaube, wenn ich mir den ATS jetzt neu kaufen würde und ich wäre nur in Nevada unterwegs oder nur in Arizona, dann hätte ich vielleicht nicht Bock, Geld für DLCs in die Hand zu nehmen. Aber wenn ich mir jetzt Kalifornien so angucke, dann denke ich mir schon, ja. Kann man schon mal machen. Und grundsätzlich, wenn ihr Neuling im ATS seid und ihr fangt neu an, dann macht es auf jeden Fall, denke ich, sehr viel Sinn, erstmal Richtung Oregon, Washington zu gehen. Das ist halt eine persönliche Präferenz von mir. Ich finde die aber auch einfach von der Qualität her immer noch sehr gut. Ich finde New Mexico zum Beispiel, was das erste DLC war. Oregon und Washington waren dann das zweite und das dritte. New Mexico siehst du, finde ich, mehr an, dass es schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Klar, wenn du ganz genau hinguckst bei Oregon und Washington, dann siehst du es auch, natürlich, keine Frage, aber ich finde, du siehst es halt beim New Mexico-Ding mehr. Deswegen würde ich tatsächlich euch empfehlen, lieber in den Norden zu gehen. Wir können es uns ja gleich auf der Map auch mal kurz angucken, falls jetzt wirklich jemand hier in dem Video zuschaut, der sich da noch ein bisschen unschlüssig ist. Dann haben wir ja so eine kleine Kaufberatung mitgemacht. Bergstraßen in Kalifornien, mega cool. Wir gucken uns das gerade mal auf der Map an, was ich meine. Also wir haben hier Kalifornien, hat natürlich eine sehr, sehr lange Nord-Süd-Achse, dementsprechend ist der Staat auch sehr vielfältig. Dann haben wir hier Nevada wird mitgeliefert und hier Arizona wird auch standardmäßig mitgeliefert. Und was ich euch halt empfehlen würde, wäre Washington, nee Quatsch, Oregon und Washington zuerst zu kaufen und euch dann vielleicht hier über Idaho und Montana
nach Wyoming durchzuarbeiten, weil dann habt ihr tatsächlich relativ viel Abwechslung mit dabei. Utah kann man natürlich auch machen, ist auch cool. Und auch Colorado ist, finde ich, ein absolutes Highlight. New Mexico, finde ich, kann man aber erstmal weglassen, bis es vielleicht irgendwann mal überarbeitet worden ist. Und sich erstmal die anderen Sachen holen. Gerade auch die neuen DLCs werden natürlich immer besser, immer cooler. Aber Colorado ist ein absolutes Highlight, Washington und Oregon sind Highlights und Montana finde ich auch. Und dann nimmt man halt noch Idaho mit, weil das so in der Mitte liegt. Und gerade wenn die Dinger im Sale sind, dann sind die ja auch spottbillig. Ne? Klar, ich kann jeden verstehen, der sagt, ey, ich fange jetzt neu mit ATS an. Ich habe keinen Bock mehr, jetzt irgendwie 10 Bundesstaaten als DLCs für 12 € das Stück zu holen. Kann ich nachvollziehen. Texas ist ja sogar noch etwas teurer, weil es größer ist. Dann kann man aber immer noch auf den Sale hingehen und da hast du dann teilweise, ich glaube, 50% oder sogar noch mehr auf die Dinger, wenn du willst. Dann kriegst du sie echt günstig. Bis auf die neuesten. Die neuesten sind natürlich immer nicht ganz so krass rabattiert. Da kriegst du höchstens mal so 10% drauf. Aber ist auch okay. Ist auch okay. Preis-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich bei keinem ATS-DLC richtig schlecht. Bei Arkansas kann man vielleicht drüber streiten, aber das Fass will ich nicht schon wieder aufmachen. Dementsprechend müsst ihr einfach mal gucken, was euch auch von der Landschaft am meisten anspricht. Wenn ihr jetzt die Typen für Wüste seid und sagt, ja geil, ich will durch die Wüste fahren, dann kauft euch New Mexico und Texas und gib ihm. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich will mehr so ein bisschen Abwechslung und auch Wald und Kurven und Bäume und Berge, dann geht eher Richtung Norden. Und wenn ihr alles mögt, dann kauft euch einfach alles. Ja, macht ja auch nichts verkehrt mit. Und ihr findet natürlich auf meinem YouTube-Kanal genug Videos zu den jeweiligen DLCs. Ab Wyoming habe ich angefangen, das würde ich aber tatsächlich noch nicht für voll nehmen. Ich glaube, das war noch meine alte Mikroqualität und sowas würde ich mir nicht reinziehen. Aber ich denke, so ab dem Oklahoma DLC habe ich auch immer schön Playlisten gemacht für jedes DLC. Könnt ihr gerne mal gucken. Wenn ihr zum Beispiel darüber nachdenkt, euch Oklahoma zu kaufen, dann könnt ihr euch die Playlist angucken. Kansas, die entsprechende Playlist, Nebraska hat eine Playlist und so weiter und so fort. Und dann habt ihr, denke ich mal, so einen ganz guten Überblick über die ganze Geschichte. Kann ich an der Stelle jedem nur empfehlen. Und ich glaube, ich habe tatsächlich auch zumindest bei den letzten paar, ich weiß nicht, ob ich es bei Oklahoma auch schon gemacht habe, aber ich meine schon, immer am Ende noch so ein Fazitvideo gemacht. Für wen lohnt sich das? Was ist gut? Was ist nicht so gut? Oder was sind die Neuerungen an dem DLC und so weiter und so fort. Das heißt, ihr kriegt einen ganz guten Überblick, wenn ihr dann einfach diese Playlists guckt, bevor ihr euch ein DLC kauft. Und zu jedem neuen DLC gibt es natürlich auch eine neue Playlist, wie jetzt kürzlich zu Arkansas. Das mache ich im ETS 2 übrigens auch. Nur im ETS 2 ist, seit ich angefangen habe, irgendwie nur ein Map-DLC rausgekommen. Deswegen gibt es da noch nicht so viel. Beziehungsweise, als ich angefangen habe, war Iberia gerade frisch draußen. Da gibt es aber, glaube ich, keine Playlist zu. Wie gesagt, ist aber auch alte Mikroqualität, das würde ich keinem antun wollen. Und dann kam West Balkans, da gibt es natürlich eine Playlist zu, auch mit Fazitvideo und mit einer Zusammenfassung, mit euren Kommentaren und so. Aber ich denke mal, die ETS- und ATS-Spieler oder die aktiven ETS-Spieler, die haben das DLC schon, weil West Balkans ist halt wirklich ein Must-Have. Gut, wir sehen schon, die Landschaft hat sich jetzt auch wieder ein bisschen verändert. Jetzt sind wir wieder ein bisschen weniger im Wald unterwegs. Es ist auch nicht mehr ganz so grün, ist auch nicht mehr ganz so bergig. Aber wir sind immer noch stark Richtung Nordosten unterwegs. Wir müssten eigentlich auch jeden Moment da sein. Wobei wir fahren halt in Kalifornien, wie gesagt, nur unsere 55. Deswegen kann es natürlich auch einfach von der Wahrnehmung her einen Moment länger dauern. Aber es ist ein cooler Truck. Also ich finde vor allem das Design von außen ganz cool. Ist halt mal was anderes. Weil der International Lone Star, der polarisiert halt sehr stark. Der International LT ist mir fast ein bisschen zu langweilig, muss ich sagen, so rein optisch. So ein bisschen rundgelutscht und so. Da ist das Ding hier in meinen Augen halt irgendwie so ein cooles Mittelding. Sieht noch ein bisschen kantig aus, hat noch ein bisschen Charakter. Klar, der Lone Star hat auch Charakter. Aber der hier hat halt Charakter und ist dabei nicht unbedingt so eine krasse Geschmackssache. Ich glaube, der hier ist grundsätzlich für die Allgemeinheit so ein bisschen gefälliger. Mal so ein typischer GMC-Van vor uns. Wieder dieses Phänomen mit dem Stoppschild auf allen Seiten. Auch bis jetzt immer noch keine Antwort drauf. Aber wenn ich euch frage, widersprecht ihr euch gegenseitig in den Kommentaren? Und im Internet habe ich auch keine wirklich verlässliche Quelle gefunden. Vielleicht muss ich einfach nochmal besser recherchieren. Ich habe es nur mal kurz bei Google eingegeben. Einfach mal die Paragraphen wälzen. Einfach mal ein Buch amerikanisches Verkehrsrecht nach Hause bestellen. Am besten noch Zoll ohne Ende drauf zahlen, nur um das nachzuschlagen. Und vielleicht wäre dann meine Unfallstatistik im ATS ein bisschen geringer.
wenn ich die Verkehrsregeln hier drüben mal studieren würde. Ich war ja auch der Meinung, es gäbe hier kein Rechtsfahrgebot, wenn mir das mal jemand eingetrichtert hat. Aber den Zahn in den habt ihr mir in den Kommentaren ja Gott sei Dank auch gezogen. Wunderbar idyllisch hier oben. Der Truck passt hier, finde ich, auch hin. Du merkst ja auch, wenn du drin sitzt, auch wenn du so auf die Haube guckst, dass er so ein bisschen kompakter ist als so der normale Durchschnittstruck im ATS. Macht irgendwie Spaß. Den könnte ich mir halt auch gut vorstellen auf irgendwelchen engen, matschigen Waldwegen oder so. Also ich denke, da passt der halt auch sehr, sehr gut hin. Oh, hier haben wir so eine landwirtschaftliche Inspektion, nennt sich das, glaube ich. So eine Kontrolle, die gemacht wird, aber nur für die Gegenrichtung, Gott sei Dank. Ich habe damit nichts zu tun. Wir müssten doch eigentlich jeden Moment am Ziel sein. Ich meine, ja, wir dürfen hier nur 55 fahren hin und her, aber langsam, aber sicher müsste unser Zielort doch erreicht sein. Hier haben wir nochmal so einen schönen Aussichtspunkt. Hier hätte man doch eigentlich auch so eine coole Kamerafahrt machen können, oder? So eine Videosequenz. Hätte auch eigentlich voll gut hier hingepasst. Aha. Meine Damen und Herren, wir haben Kalifornien verlassen. Wir sind jetzt offiziell in... Ich hätte jetzt fast Oregon gesagt. Was? Doch, wir sind doch in Oregon. Alter, ich bin heute aber auch echt nicht zu gebrauchen. Das ist das dritte oder vierte Video, was ich in Folge aufnehme. Also wenn ich mich hier und da mal versprochen habe heute, dann tut es mir wirklich leid. Wir sind in Oregon. Habe ich natürlich daran gemerkt, dass wir hier plötzlich 60 Meilen fahren durften, nicht mehr nur 45. Und ich glaube, jetzt kommen wir auch unserem Ziel sehr nah. Wir sind auf jeden Fall. Ah ja, wir sind schon in Lakeview, wir sind schon in der Stadt. Wir müssen nur noch zur richtigen Firma kommen. Natürlich hat das uns das jetzt sehr viel gebracht, diese 60, die wir in Oregon fahren dürfen. Nicht, weil wir die gefühlte 5 Sekunden hätten fahren dürfen. Aber es ist irgendwie eine. Boah, Alter. Langsam. Es ist irgendwie eine entspannte Fahrt heute. Wir fahren die ganze Zeit in diesem GMC-Van her. Schön mit adaptivem Tempomat, muss fast nichts machen. Hier bremsen wir uns dann nochmal auf 25 runter. Ich glaube, schneller werden wir heute auch nicht mehr. Wir fahren dann hier so ein bisschen durch die Innenstadt von Lakeview. So wie mir das aussieht. Und wenn du es gerade jetzt auch nochmal mit Arkansas vergleichst, dann hat Arkansas schon viel, viel mehr Details. Muss man einfach mal so sagen. Also, aber da liegen ja auch so viele Jahre dazwischen. Ich glaube, das hier kam 2016 oder sowas raus, vielleicht 2017. Mittlerweile haben wir 2024. Und auch das ist ja jetzt nicht detailarm oder so, das ist ja nicht hässlich. Aber du merkst halt schon, wie SCS sich weiterentwickelt. Und das finde ich immer cool zu sehen. Weil du merkst es vielleicht nicht von. Von Nebraska zu Arkansas, die Steigerung, die merkst du vielleicht gar nicht, weil die so minimal ist, dass sie dir gar nicht auffällt. Aber wenn du dann mal hier durchfährst, Map-DLC, was wirklich schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dann merkst du, Alter, das, was die momentan machen, ist ja der absolute Abriss. So, hier ist unser Ziel. Wir biegen einmal rechts ab. Und dann soll es das für heute auch schon gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, was ihr in kommenden ATS-Videos sehen wollt, dann schreibt es gerne unten rein. Wenn ihr mehr ATS sehen wollt, dann lasst gerne auch mal ein Like da. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.